So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to. Bastard had clocked me with his Colt. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive. So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. Tut mir leid, Leute, nicht, dass ich so viel geredet habe. Ey, es ist wirklich, wow, man muss sich echt konzentrieren, wenn man da 20 Leute irgendwie gegen sich hat. Das ist schon nicht so einfach. It's important to know that I was only riding with Billy, so I could find the bastard I was after. Vier Monate nach der Festnahme von Silas Greaves. He was with John Kinney's gang, and they were sworn enemies of Billy's regulators. Ja. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Ja, geil. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. Mm-hmm. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. My first order of business was finding a firearm. Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass shotgun. Laut die Donner. Okay. I saw Billy through the window. And he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Anybody see Billy? Hell yeah. That scatter gun was like a double barrel. What? Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. It could blow a man clear off his feet. You hardly had to aim the damn thing. The kids escaped raised a huge ruckus. Give it up! You can run, but you can't hide. You won't get away with this. Guards were everywhere looking for him. You can't let the kid get away. Ich muss da rauf, ne? Irgendwie. Ah. Okay. Oh my God! Anybody see him? Der springst du. Oh, können wir gleich zum Bestatter hier gehen? Wo? Hallo? Let's just do this. Hallo? Upsi. Yeah. Hallo? Okay, die hat natürlich jetzt nicht so eine... Die hat natürlich jetzt nicht unbedingt so viel... wie konnte ich nochmal springen? I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. Yes. I followed the planks where I could, but...
Some of that wood was slippery as hell. The whole town was up in arms. Suddenly, I was a fugitive. How the hell did the kid escape? Sharon's gonna kick our ass! Can't have gotten far! Gotta be around here somewhere. Billy broke out of jail. Violence is not the answer. Achso, ich müsste mal nach oben, ne? So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever gonna find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. Warnet ihr einen Weg durch die Stadt? Ja, da komme ich auch gerade her. Mensch, Leute. This town didn't have a moment's peace. Okay, Leute. Oh. Wow. Okay. Okay. Ich nehme aber den Sechsschüsser, weil das andere ist mir echt zu wenig. Das ist jetzt mehr ein Schleichen hier, Leute. Und ich hoffe trotzdem, dass euch das Projekt gefällt. Ich hätte jetzt echt mal wieder Bock drauf. Und ja. Apparently some of them thought I was Billy. You hooligans can go to hell. Die. Wo muss ich hin? Da vorne muss ich hin. Okay, gut. Konzentration. Einfach konzentrieren. Tut's weh? Ja. Selbst schuld. Selbst schuld. Der ist schon mal unten. Also durch Rushen geht hier halt einfach nicht, ne? Also das ist wirklich hier, ja. Echt gucken. See, me and the kid shared a certain similarity in build and color. I was just glad I had Deputy Bob's mean ass shotgun. Du bist ja auch ein bisschen lebensmüde. Kann das sein? Oder ich? Das kann auch sein. Nein, ich werde sie nicht unternehmen. Nein. Keiner oben irgendwo auf den Häusern, keiner versteckt irgendwie. Geh mal hier hoch. So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Though I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Surrender yourself! Smelly, sweaty, ungrateful beasts. We prize them too high, if you ask me. I don't get paid enough for this! Ja, ja. Was du denn, Sack? Nein, werde ich nicht. You can't hide forever. Yes, yes. Au. You're dead.
Das ist nicht gut, was ich hier mache. Jetzt wen? You won't get away with this. Kopfschuss. Oben irgendeiner? Nein. Okay, wir müssen weiter. Ist schon sehr unübersichtlich hier die Stadt. Au! Scheiße, von wo waren die ein Weg durch die Stadt? Ja, ich bin ja dabei, aber. Okay, der ist tot. Ach da, okay. Hoch mit dir, los. Komm, schneller, schneller, schneller. Ey, Leute, wo muss ich denn hin? Ah, okay. But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. Schrotflinte. Zehn, okay. Leute, sehr aufregend, das wisst ihr. So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. Nein, scheiße. Mann, ich wollte mich da einmal durchquälen. Okay. Das war keine gute Idee. Okay. Whoa. Alter! Hast du einen an der Mütze, mein Freund? Hallo! Alter! What the fuck? Hallo? Ja, ich weiß, dass ich tot bin. Come on, smoke that zombie! Komm. Leute. Alter.
Alter! Ich seh nix. Komm, du hast da gerade... In for the kill. Fix da meine Leute. Es reicht mir jetzt verdammt nochmal hier. Sag mal. Nein, es killt mich keiner. Alter Falter, Leute. Ja. Au. Müsste treffen können, das wäre noch besser jetzt. Nein, das wollte ich gar nicht, das wollte ich überhaupt nicht. Seine Deckung verloren, mein Freund. Braucht dringend Munition. Ja, 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 ja. Du bist auch so ein Deep Shit, ey. Oh. Where are you? Ach, du bist da, mein Freund. Ja. Ja, du mich auch. Dreimal mehr. Ich brauche Munition. Tschüss. Ich hab echt keine Munition mehr, wa? Nein. Don't let him get away. Give it up. Andere rushen vielleicht durch, aber wow. Alter, von wo kam der da? Yes. You won't get away with this. Put down your weapon. Come out, you yellow bastard. Nee, da komme ich leider nicht raus. Nee, wir schleichen uns mal hier raus. Wie gesagt, ich habe nämlich nicht mehr allzu viel Munition. Ja. Also.
Finally, I found what I was looking for. Stelle am Stadtrand. The stables on the edge of town. I guess Billy saved your ass, taking out Bob Olinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. So we stood there in the middle of the street. Oh, nine. Eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Passe mit A und D deine Handposition an, um schneller zu zielen, drück William. Wenn du deinen Herzschlag hörst, kannst du deine Waffe zuerst ziehen. Das wird jedoch als unehrenhaft betrachtet und entsprechend gewertet. Scheiße! Leute, das ist echt nicht einfach. Alter, das gibt's doch gar nicht. Ist doch gar nicht so einfach da. Killed him in a fair fight. Everybody saw I had no damn choice. Well, Lincoln got a mite depopulated that day. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was all for naught anyway. Sehr schön. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, ich mache, wenn hier dieser Abschnitt kommt mit Erfolg, mache ich immer einen Cut. Ich glaube, das ist ziemlich einfach. Dadurch können die Folgen natürlich von der Zeit her ziemlich weit auseinandergehen, also variieren. Aber ich denke, das ist so ein guter Abschnitt immer. Und ja, sorry, wenn ich nicht so viel rede. Ich muss mich echt konzentrieren, weil es ist wirklich nicht einfach. Also für mich zumindest nicht. Vielleicht stelle ich mich auch einfach nur dämlich an. Das kann natürlich auch sein. Aber auf jeden Fall macht mir das Spiel echt viel Spaß. Man muss ein bisschen sneaken und so weiter. Und ist schon ein tolles Spiel. Also, wie gesagt, ich hatte eine Stelle in diesem Spiel, wo ich überhaupt nicht mehr weiterkam. Mal gucken, ja, wie es halt jetzt ist. Aber das sollten circa jetzt 2 Folgen gewesen sein. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst dem Video gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Call of Juarez. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.